Liebe Mitchristen, eine unwahrscheinlich große Aussage, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Für uns wahrscheinlich gewohnt, zu gewohnt. So wie Gott der Vater seinen Sohn liebt, so liebt Jesus uns. Mehr geht nicht mehr. Der Vater schenkt sich dem Sohn und der Sohn schenkt sich dem Vater. Der Sohn empfängt sich und gibt sich. Und wir? Wir empfangen uns von Gott. Wir leben, weil wir aus Liebe geschaffen, gewollt, ja mehr noch erlöst sind. Eine Liebe, die alles gibt. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz gehalten haben. Er hätte in seiner göttlichen Macht jeden Moment herabsteigen können. Es war allein die Liebe, die für uns all das auf sich genommen hat, all das erduldet hat, aus Liebe, aus Freiheit. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Mensch, du weißt überhaupt nicht, wie sehr du von deinem Gott geliebt bist. Du hast keine Ahnung. In der Liebe meines Gottes komme ich an kein Ende, hat ein Heiliger mal gesagt. Ist uns das bewusst? Haben wir das verinnerlicht im Herzen? Oder gehen wir doch wieder gebeugten Hauptes durch die Welt, keiner mag mich? Ich glaube, dass das die Mitte der christlichen Botschaft überhaupt ist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr diese Liebe mit deinem Leben zu tun hat. Es würde dich gar nicht geben. Und diese Liebe, die dir das Leben geschenkt hat, will dir noch viel, viel mehr geben. Noch viel, viel Größeres. Und dann sagt Jesus, bleibt in meiner Liebe. Bleibt bei mir. Wie schnell haben wir das Gefühl, dass wir es nicht wert sind, von Gott geliebt zu werden, und gehen weg,
Kann ich mich wirklich ganz von meinem Gott lieben lassen? Auch in meiner Sündhaftigkeit, auch in meiner Schwäche. In meiner Unvollkommenheit. Wenn Gott nur das Vollkommene lieben würde, dann wäre die Erschaffung des Menschen gründlich daneben gegangen. Aber Gott will das Unvollkommene lieben, die Unvollkommenen. Und er will von uns unvollkommen geliebt werden. Bleibt in meiner Liebe. Lasst euch von mir lieben und schenkt euch mir. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Das darf man jetzt nicht so verstehen, wenn du nicht alle Gebote hältst, dann fliegst du rauf. Wir müssen uns diese Liebe nicht verdienen durch eine 150-prozentige Erfüllung der Gebote. Das geht gar nicht. Wir sollen die Gebote halten, nicht damit Gott uns liebt, sondern weil Gott uns liebt. Und wenn wir von dieser Liebe Gottes erfüllt und durchdrungen sind, wenn sie wirklich unser Herz erreicht, dann wird sie weiter fließen hinein in unser Leben, in unseren Alltag. Das meint Jesus. Wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann werden wir auch den Weg der Gebote beschreiten. Als einen Weg, der uns zu Gott führt. Der will, dass unser Leben gelingt, dass es uns gut geht. Und dann, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Der Herr will, dass seine Freude in uns ist. Strahlen wir das aus? Diese Freude in uns? Oder ist eher so, dass wir sagen, naja, der hat eine schöne Freude mit uns. Gott hat seine Freude, dich zu lieben. Kannst du das annehmen? Es ist für ihn nicht Äh und Überwindung, dich zu lieben, sondern seine Freude. Und es ist seine größte Sehnsucht, dass diese Freude unsere Herzen erfüllt. Diese Freude, bei uns zu sein, mit uns zu sein. Diese Freude, dass wir den Weg des Heiles, den Weg in die Lebensfülle finden und gehen. Und damit eure Freude vollkommen wird. Wie ist das mit meinem Glauben? Ist es wirklich ein froher Glaube?
Jesus will, dass ich meine Freude habe am Glauben. Was macht es mir schwer, mich an meinem Gott, mich an meinem Leben zu freuen? Meistens ist es die irrige Annahme, dass ich anders, besser, vollkommener sein müsste, damit Gott mich lieben und sich an mir freuen kann. Aber so ist es nicht. Gott braucht nicht unsere Perfektion, damit er uns lieben und sich an uns freuen kann. Und wenn wir alle viel perfekter wären als jetzt, Gott würde uns deswegen nicht mehr lieben. Denn mehr geht gar nicht. Wir tun uns manchmal schwer, uns zu lieben, uns zu freuen. Halten wir all das einmal dem Herrn hin, was uns die Freude raubt. Was wir seiner Liebe noch vorenthalten, was in uns verhärtet, vereist ist. Der Herr will uns ganz erfüllen, ganz lieben, ohne Wenn und Aber. Wagen wir dieses Vertrauen. Und wir werden erfahren, dass da eine Freude in uns ist, ein Staunen, eine neue Begeisterung für jenen Gott, der nicht nur liebt, sondern die Liebe ist. Amen.